Wie sieht das wohl beim Autofahren aus? Darf man mit einer Cyberstörung überhaupt Auto fahren? Gebiet feindlich, ja, ganz toll. Begib dich zur Jig Street. Okay. Aber erstmal rufen wir Judy an. Wie? Du rufst tatsächlich an. Natürlich. Habe ich doch versprochen, oder? Doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Na, sie. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Oh, warte. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, scheiße. Ah, kennst du wohl. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Der ist... Ne. Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie? Der Typ ist richtig mies. Na dann, holen wir noch mal Evelyn. Bin gerade unterwegs. Komm mal da. Fick dich. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Tschüss. Na dann. Hier, nicht hupen. Ups, das war die falsche. Ich kann nicht hupen. Warum kann ich nicht hupen? Fuck, ich sehe nichts. Ja, okay, da ist mir die Ego-Perspektive lieber. Wo? Der Jig-Jig Street, Alter. Was haben die Leute von CD Projekt Red genommen? Damit sie sich so einen Namen ausgedacht haben. Ich finde den hier nur komisch, ja? Jeder kann seinen eigenen Geschmack haben. Ah, Scheiße. Zu wie farbig bestimmt ein paar Promille drauf. 1A geparkt und der Person da ausgewichen, ja? Bleibt das jetzt eigentlich so, oder? Hab ich noch diese scheiß Pillen? Rucksack. Wo sind denn diese komischen Scheißpillen, die das wieder zurückmachen, wenn ich die überhaupt habe? Immer sowieso erstmal Scheiße verkaufen und so. Quick-Hack-Komponenten, was kann ich denn da schon wieder machen? Eigentlich mal geil, irgendwie ein Sandevistan nochmal zu bekommen. Sandevistan wäre jetzt gerade echt geil. Okay, was haben wir hier? Gegnerische Netrunner werden angezeigt. Verursacht 30% mehr Schaden. Stellt alle 60 Sekunden 12 wieder her. Wie kann ich überhaupt meine Dings erweitern? Jutsu, Alter. Das ist noch gesperrt, okay. Technische Fähigkeiten. Ja, da kann ich das auseinanderbauen und so. Auseinanderbauen, das brauche ich erstmal nicht. Reflexe, verringert die Zeit zum Zielen und Gewehr, Maschinenpistolen um 10%. Nehmen wir erstmal mehr Schaden. Und wird um 4% erhöht. Schaden von Quickex. Mehr Intelligenz. Da sehe ich doch was. Okay, halt. Kein Schritt näher! Wen willst du hier sehen? Ich suche Finger. Ganz Zeit für den Scheiß. Hab eine Nachricht für Fingers. Von den Tiger Claws. Und die Nachricht lautet? Zwei Wörter. Dringend und vertraulich. Soll heißen, du hast die Wahl. Welche denn? Ich kann dich fertig machen, weil du ein Lahmarsch oder weil du ein neugieriger Ich hab ja meine Waffen, ne? Ich kann nur erstmal wieder meine Waffen zurück stellen.
Okay, die Waffe macht mehr Schaden und hat ein besseres Visier. Von der Pistole her sind die auf jeden Fall besser. Dann nehme ich erstmal die. Oder ich nehme die, die macht noch mehr Schaden. Das Katana macht auch noch mehr Schaden. Immer her damit. Ich kann eine Mod drauf machen, dass die 5% mehr Schaden macht. Wie gesagt, Kopfbedeckung, Xer bist. Schon gut. Lass ihn durch, Slutsch. Danke, 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 danke. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen. Nicht, dass lass durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, wie wir mit blutigem Rot die Welt gefärbet, wenn gnädig uns des Weltalls König wäre, so würden wir für deinen Frieden bitten. Klingt nach dem Paradies. Ja, cool. Was noch? Kann ich mit dem reden oder so? Kann ich den hacken? Joltoy. So, was mit ihr? Oh, ein Joltoy. Hä? Gesundheitszustand tot, hört sich nicht so gut an. Der ist auch gerade gestorben, oder wie? Fingers, weißt du, wo ich den finden kann? Wenn ich könnte, würde ich tauschen. Warum muss alles so verdammt konzipiert sein? Konzipiert? Alles, was am Ende bleibt, sind ausgefranste Kabel und leere Flaschen. Hab dich was gefragt, ja? Können wir es hier auf die harte, auf die weiche Tour machen? Wir können das nur auf die weiche Tour machen, alles klar. Ja, geht's auf jeden Fall hoch. Was ist denn hier los? Party, habe ich gehört. Kaugummi. Ja, aber der trägt mich langsam auf mit dieser Scheiß-Dingstörung. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Ah, das ist Judy. Wie? Hey. Moin. Hast du irgendwas gegen diese komische Störung, die ich hier habe? Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, verdrängen ist nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Yes. Selbst hier spackt das Bild noch ein bisschen rum. Hört doch mal auf, euch die ganze Zeit zu bashen, ey. Komm schon, wie? Ja, was denn? Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie? Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Haben die Fox... die Moxes auf den Finger abgesehen. Hast du schon mit Finger geredet? Haben die Moxes zufälligerweise auf Fingers abgesehen? Nein, wieso? Hab gehört, den Joytoys geht es nach einem Besuch in seiner Klinik eher schlechter. Naja, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. So, und was ist hier eigentlich mit euch? Wir werden ewig erwarten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Keine halben Was Sachen. Soll der Scheiß? Was zur... Hey! Das ist hier kein Meth-Schuppen in Pacifica. Schön einer nach dem anderen. Wir haben ein paar Fragen. Je schneller du antwortest, desto schneller kannst du dich um deine Patienten kümmern. Klingt durchaus plausibel. Da kann ich nichts gegen sagen. So. Können wir dann dir mal ein paar Fragen stellen, ne? Das ist... Wie unverschämt. Wie du siehst, wird meine Patientin hier etwas nervös, wenn ich die Hälfte ihres Gesichts weglasse. Gesichtsplatte ist beschädigt. Verkaufsdreckfahrer. Das ist ein Scheißdeal für deine Patientin, Doc. Die Gesichtsplatte hat einen kaputten Litri-Traktor. Hey, meine Patientin weiß, dass das anstehende Upgrade auch Nachteile hat. Die Alternative, meine Liebe... wäre gar kein Augenlid und auch keine Gesichtsplatte. Ich suche ein Mädchen namens Evelyn Parker. Sie kam hier in deine Klinik.
Ja, ach nee. Aber ich muss erst eine OP beenden. Dürfte ich wohl bitte? Du kannst weiter Doktor spielen, wenn wir mit dir fertig sind. Sieht aus, als müsstest du warten, Schätzchen. Lässt sich nicht ändern. Darf ich meine Waffe ziehen? Ich kann nicht warten! Ach komm, nicht weinen. Wir wollen doch keinen Kurzschluss riskieren, oder, meine Hübsche? Kann ich hier irgendwas hacken? Irgendwas. Ich kann hier den... Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sag das doch gleich. Also, fuck hat er da? Was führt euch her? Du zerlierst Mangelware. Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Wow. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Geh ich mit. Sucht ihr eine Freundin? Hilfst Prostituierten? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Starker Pornobalken, Alter. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Das war... eine harte Ansage von Judy. Habe ich dir schon gesagt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Metalldetektor? Ich bin doch kein... Ich würde euch gerne die Klinik zeigen, aber vielleicht später.